Hi, was ihr da seht, Machia Villain, das ist ein neues Spiel, das ich hier Probe spielen kann, in diesem Augenblick hier. Ihr seht das dann als Aufzeichnung auf YouTube, auf der Gamescom in Köln, am Stand von Cosmo Cover. Was ihr jetzt nicht sehen könnt, ist, dass es ein Let's Play Together ist. Ich habe nämlich zufällig die Tracy getroffen. Hi, Tracina. Ja, hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid oder dass ich auch hier sein kann. Und wir werden zusammen dieses wunderbare Spiel spielen, was so ein kleines bisschen an RimWorld erinnert. Tracy ist ebenfalls YouTuberin. Ihr kennt das ja. Ihr kennt sie, glaube ich, auch schon von etlichen Auftritten hier auf dem YouTube-Kanal. Du hast es vor mir schon spielen können. Und ich denke mir jetzt mal, du bist einfach meine Lehrmeisterin und zeigst mir und meiner Community, wie das Spiel hier funktioniert. Leg los. Okay, ja, wir starten natürlich ein neues Spiel. Und genau, wir dürfen uns erstmal einen Namen aussuchen. Und dann nehmen wir einfach mal Test. Okay. So, und jetzt dürfen wir uns unsere Monster aussuchen, denn wir haben nämlich, wir müssen hier ein wunderschönes Häuschen bauen, Menschen anlocken und die fressen wir dann. Das ist sozusagen das Grundprinzip. Und wir haben nämlich die Möglichkeit zwischen verschiedenen Monstern, Skeletten, Mumien, Zombies etc. pp. So, und die haben natürlich verschiedene Jobs, die sie gut oder weniger gut machen können. Wie auch bei RimWorld. Zum Beispiel dieser hier kann gut Steine abbauen etc. Und den nehmen wir dann auch gleich. Klicken wir hier auf Hire. Und natürlich essen sie auch verschiedene Sachen. Der Skelett isst gerne Knochen. Hier Brains und hier Meat. Haben natürlich auch Lebenspunkte und verschiedene Abilities. So, wir nehmen dann, glaube ich, noch den hier, denn der ist gut im Briefe schreiben. Wir müssen nämlich Briefe schreiben, um überhaupt Leute anzulocken. Das sind ja ganz entzückende Namen für Monster, finde ich. Ausgesprochen charmante Namen. Ja, vor allem nur Weiber. Marilyn, Alina und Sabata. Glaubst du, das ist mit Absicht eine politische Aussage der Spieleentwickler, dass alle Frauen Monster sind? Oh, pardon, dass alle Monster Frauen sind, natürlich. Ja, die haben alle zum Fressen gern. So, machen wir erstmal hier ein paar Jobs. Hier können wir jetzt sagen, wer was machen soll. Also auf jeden Fall macht Tabata Holzhacken, dann geht es auch sofort los, weil das kann sie gut. Und wir sehen hier drüben, wie viele Jobs sie gleichzeitig nutzen können. Also können wir hier jetzt noch 3 aussuchen bei Tabata und dann ist sie auch schon fertig. So, dann machen wir hier mal so und dann brauchen wir noch jemanden für Build. Das macht dann die Marilyn. Suchen wir einfach mal ein paar Sachen aus. Also jedes Monster kann verschiedene Berufe oder Tätigkeiten gleichzeitig ausüben. Genau. Und an den Sternen siehst du eben, wie gut sie es können. Ne? Also zum Beispiel Alina kann eben Sachen sehr schnell dann zu den Stores bringen, während Tabata gut im Sammeln ist. Zum Beispiel. So, wir haben ein bisschen Gold und wir haben ein bisschen Essen schon vorrätig. Wir wollen natürlich so schnell wie möglich einen Raum bauen, um dann auch Briefe schreiben zu können. In den Vorschauvideos, die ich von dem Spiel gesehen hatte, da gab es immer eine Villa, die wir gebaut haben. Jetzt sind wir mitten in Mutter Natur, aber gleich entsteht hier ein Gebäude. Genau, also ich habe jetzt gerade den Auftrag gegeben, hier den Boden erstmal zu bauen. Genau, Tabata geht auch richtig gleich zum dem Baum, den ich weghaben muss. Denn hier kann man eben Floors, Wände und Türen bauen. Wir müssen dann jetzt Wände bauen und die muss man so drumherum machen, so pseudo-3D-mäßig ist das jetzt hier angelegt. Das heißt, den Baum müssen wir auch noch wegmachen. Komm mal her. Bitte mach den Baum mal weg, damit ich weiterbauen kann. Das wäre wirklich nett. Und dann sehen wir auch, wie lange das dauert. Wenn der Kreis voll ist, ist der Baum auch abgebaut. So, und ich finde es so süß, die haben dann hier so einen schönen Mütze auf, wenn sie am Bauen sind, wenn sie Baumeister sind. So richtig geil. Viel Liebe zum Detail auf jeden Fall. Süße Comic-Grafik, finde ich auch ganz, ganz niedlich gemacht. Ist aber eigentlich von wegen niedlich ein total grausames Spiel, wenn man Monster steuert. Ja, Monster haben auch Gefühle. Das ist ein Herz für Monster. Das vermittelt das Spiel. Oder findest du nicht? Doch. Jede Menge Ressourcen werden links oben angezeigt, also durchaus auch ein bisschen Strategiespiel. Genau. Das heißt, es geht um Ressourcenmanagement und dass man sich überlegt, wie man das am besten hier macht. Sag mal, haben wir eigentlich auch Gegner? Gibt es Leute, die uns die auf uns gleich zukommen? Es kann sein, dass Menschen kommen, die uns bekämpfen wollen. Wirklich mit Mistgabeln und Feuer und Fackeln kommen die dann an. Es gibt auch
Monster in den Wäldern oder in den Sümpfen, zum Beispiel Spinnen oder so, die uns angreifen können. Und vom Entwickler habe ich auch mir sagen lassen, dass man später auch die Möglichkeit haben kann, diese anzuheuern, dass sie dann für einen kämpfen. Wie das aber genau funktioniert wird, weiß ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Jetzt wird erstmal fleißig gearbeitet, bevor die monsterjagenden Monster auftauchen kommen. Genau. Auftauchen müssen wir erstmal eine hübsche Villa hier bauen oder ein Gebäude. Und wir leveln natürlich auch unsere Charaktere, denn die Sterne sagen, wie gut wir eben sind. Das kann dann auch besser werden. Je länger wir diesen Beruf ausüben, desto besser werden wir, desto schneller werden wir. Das ist auch ziemlich nice. Und unsere Charaktere leveln natürlich auch. Das kann man, hier sieht man die Loyalität, wie ist ihre Lebenspunkte. Da sieht man auch, was ist gut für die Loyalität, was ist eher nicht so toll. Was für ein Job, was ist er gut und dann eben Fight. Und hier sehen wir auch, dass er leveln kann. Dann wird er besser. Also wenn man jemanden frisch angeheuert hat, hat er erstmal einen dicken Loyalitätsbonus. Wahrscheinlich müssen wir auch deren Bedürfnisse befriedigen im Laufe der Zeit, damit die loyal bleiben. Also so wie ich es gemerkt habe, sie gehen automatisch essen. Das heißt, Essen brauchen sie definitiv. Sie wollen auch schlafen. Das heißt, wir müssen auch einen Schlafplatz bauen. Aber was wirklich am wichtigsten ist, was ich gelernt habe, zuerst einen Raum bauen, wo du die Menschen anheuern kannst. Dann brauchst du eine Küche, denn wenn du die tötest, musst du sie auch noch verarbeiten, die Menschen. Ja? Es ist nicht einfach so, dass du hingehst und ham, 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 sondern sie sind ja wirklich kultiviert, unsere Monster. Und deswegen müssen wir sie in die Einzelteile dann zerteilen. Wir spielen kultivierte Monster, die natürlich nicht andere Monster fressen, sondern nur Menschen, also nur niedere Lebensformen. Ja, genau. Exactly. So. Ich mache dann jetzt hier gerade schon den Raum für die Menschen, denn wir wollen sie anlocken und wir wollen sie auch ablenken. Dann bauen wir dann so einen Fernseher oder einen Schrank hin und dann sind sie abgelenkt, dann kommen wir von hinten und dann überfallen wir sie. So ist der Plan. Mal gucken. Ich glaube, ich muss die Entwickler doch gleich mal nach der Altersfreigabe fragen. Andererseits, das erinnert mich ja schon ein bisschen an Rotkäppchen und den bösen Wolf. Da sind ja schließlich auch Menschen im Bauch von irgendwelchen Monstern verschwunden. Insofern ein bisschen Märchenwelt hier. Genau. Was, je nachdem, was man für Gegenstände eben reinsetzt, entwickelt sich auch der Raum. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel so ein Desk reingesetzt, wo wir dann die Briefe schreiben. Das ist dann eben der Office Room. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel für Victims einen Fernseher reinsetzen, dann wäre das, wie gesagt, dieser Victim-Raum, wo wir sozusagen unser Essen lagern, bis wir es überfallen. Genau. So. Jetzt haben wir auch dann bald nach. Wir können natürlich auch vorspulen, das ist überhaupt kein Problem. Es gibt auch Gold natürlich. Was das hier ist, weiß ich leider noch nicht. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Aber man kann auch mit der Zeit andere Monster freischalten. Also wir haben jetzt zum Beispiel noch einen Slot, der ist noch blockiert. Wenn wir bestimmte Sachen erreicht haben, dann heißt es, hey, neues Monster will sich uns anschließen. Wie bei RimWorld eben, da ist das ja auch. Hier kriegen wir das dann auch nochmal so ein bisschen erklärt. Genau. So, ich lasse es mal ein bisschen schneller laufen. Und du bist die nette Dame. Dann bau doch mal bitte. Hilf doch mal, damit es alles ein bisschen flotter geht. Und natürlich erstmal schön mampfen. Lecker Meat. Sehr schön. Okay, der nächste Tag bricht dann auch bald an. Ich möchte auf jeden Fall dieses Angreifen noch zeigen. Das unbedingt, wir müssen ja das Spielziel zeigen. Also jetzt nur Häuser bauen und Bäume fällen, das reicht nicht aus. Es soll schon Blut fließen und echtes Menschenfleisch verzehrt werden. Genau, genau, genau. Ich muss jetzt ja auch ein bisschen Platz machen, um eben überhaupt das Kitchen bauen zu können. Hier gibt es dann auch Achievements, die wir uns holen können. Ränge. Also hier zum Beispiel, das habe ich damals geschafft. Man muss 3 Tage überleben. Wenn man das geschafft hat, dann kriegt man diesen 4. Also es gibt dann immer wie so kleine Challenges, sag ich jetzt mal. Und hier sieht man auch Victims Room. Also können wir bald loslegen. So, der Tisch ist fertig. Dann, obwohl, nee, ich muss erstmal warten, bis der Raum fertig ist. Sonst kann ich da nicht loslegen. Wäre ein bisschen doof. Und was wir auch sehen, die Geschwindigkeit, wie man sich bewegt. Ist auch immer unterschiedlich vom Boden. Also zum Beispiel auf Steinboden sind wir viel schneller, als wenn wir jetzt so normalen Holzboden reinsetzen.
Ich bin auch mal gespannt, was da dann noch alles kommen wird. Auf jeden Fall, die Grafik gefällt mir super gut. Erinnert so ein bisschen an Don't Starve, finde ich. So ein kleines bisschen. Aber was sagst du denn so zu dem Spiel, so bis du bisher siehst? Ich finde es hübsch. Also ich finde, es sieht erstmal grafisch total hübsch aus. Bisschen schön gruselig und so eine nette Mischung aus... Ja, man fühlt sich irgendwie unterhalten, aber gleichzeitig hat man auch so ein bisschen Strategiedenken und überlegt sich, wie tüftel ich hier am besten rum. Und es gibt anscheinend auch noch ein paar Features zusätzlich zu entdecken, die wir noch gar nicht richtig kennen und die wir im Laufe der Zeit noch entdecken könnten, würden wir ja eine ganze Partie spielen. Genau, genau. So, wir sind jetzt fertig. Das heißt, mit dem Raum. Ich nehme die Alina und werde hier interagieren. So, komm, lauf doch da mal einfach hin und mach das dann auch bitte. Ja, hier werden wir auch gleich angefordert, ein Monster muss schlafen. Was macht's denn jetzt? Warte mal, dann machen wir doch mal gerade den Job hier weg. Dann sollte nur Brief schreiben. So, wir wollen einen Brief schreiben. Hier sehen wir, wie lange das dauert. Und, das ist, glaube ich, auch, was wir bezahlen müssen, damit wir den Brief überhaupt schreiben können. Wir müssen ja das Papier erstmal anfertigen aus Holz. So, hier, guck, wir gleich das Gold geholt, ein bisschen Holz geholt und dann irgendwie zusammenfuchteln und dann wird ein schöner Brief draus. Und ich finde es einfach süß, auch mit diesen Köpfen hier. Jetzt trägt er irgendwie so eine komische Käppi, weil er gerade am Schreiben ist. Einfach so richtig toll. Viel Liebe zum Detail. Kleine Blutflecken auf dem Schreibtisch, aber vielleicht ist das auch Siegelwachs beim Versiegeln der Briefe. Muss ja nicht alles unbedingt Blut sein. Oder sie hat gesabbert, kann ja auch sein. Vom letzten Essen. Oder Zahnfleischbluten, vielleicht haben die auch ganz menschliche Rührungen, die Monster, wer weiß. Ja, kann auch sein, genau. So, was ich jetzt hier mache, ich mache jetzt hier mal eine Wand weg, denn ich kann keine Tür platzieren, wenn da ein Stück Wand ist. Vielleicht wird das nochmal implementiert, aber ansonsten könnten sie da nicht durchgehen. Habe ich beim ersten Mal auch falsch gemacht. So, du bist ja hier am Werkeln, dann mach doch mal das hier bitte. So, wir lassen mal ein bisschen schneller laufen. Noch ein bisschen schneller. So, die Tür steht. Nein. Hat gerade den Brief weggebracht. Okay, ich habe das auch noch nicht gesehen. Ich habe erst schon gedacht, was, der hat die Faxen-Dicke, der geht jetzt. Aber was auch vorkommt, ist, dass so ein kleines Wägelchen kommt, ein Merchant, bei dem du Sachen kaufen kannst. Das kommt auch ab und an vor. So, ist jetzt die Frage, ob wir das jetzt irgendwo sehen können, dass jetzt die kommen werden. So, erzähl doch mal ein bisschen, das ist ja dein Kanal. Ach, ich finde das eigentlich ganz reizend, wenn ich mal entspannt daneben stehen kann und zuschauen kann, wie andere Monster herumkommandieren. Vor allem, du hast es ja auch schon gespielt. Aber ich warte natürlich... Oh, Victims are coming soon. Da sehen wir es. Hier. In 2 Minuten kommen sie. Das heißt, wir müssen uns dann verstecken, damit sie uns nicht sehen. Und dann gehen sie in den Raum und dann gibt's Futter. Jawohl. Vielleicht kriegen sie ja noch irgendwie den Raum da fertig. Das wäre very nice. Wir können natürlich auch Fallen aufstellen. Alter. Ja. Auf jeden Fall, das Spiel wird auf jeden Fall Laune machen. Kill those victims. Okay, Moment. Moment. Du hier. Hört mal bitte auf zu bauen. Ich mache jetzt einfach nur mal, um sicher zu gehen, dass die wirklich jetzt gar nichts machen, wenn die kommen. Ich soll jetzt einfach nur stehen. Da kommt er. So, warte. Jetzt attackieren wir natürlich den arglosen Typen. So, jetzt gibt's Essen. Nam, 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 nam. Tada, fertig. Ja, und natürlich müssen wir das noch zubereiten. Das soll ja die Küche werden. Also müssen wir jetzt hier, Butcher Table, genau, um den ausnehmen zu können. Jetzt wird unser Opfer erstmal fachmännisch zerlegt und ausgeweidet. Wahrscheinlich gibt es dann Nackensteak und irgendwelche Schnitzel werden euch aus anderen Körperteilen geschnitten. Vielleicht gibt es noch eine saftige Keule, die dann später serviert wird. Alles sehr, sehr appetitlich.
Definitiv, ja. Und vor allem, die sind ja wirklich, wie ich schon vorhin gesagt habe, kultiviert. Also du kannst ihnen auch einen Tisch bauen und Stühle, dann setzen sie sich wirklich ganz artig dahin und essen dort ihr Mahl, ja. Das ist richtig gut. So, machen wir mal wieder ein paar Jobs an. Ja, aber das war im Prinzip jetzt schon ein allererster Eindruck. Wir haben Gebäude gebaut, wir haben ein paar Monster rekrutiert, wir haben sie nach ihren Fähigkeiten entsprechend dann auch zu Aufgaben geschickt, wir haben Menschen angelockt, sie fachmännisch zerlegt, können sie jetzt auch noch verspeisen. Und da wollen wir jetzt natürlich keine Zuschauer bei haben, wenn wir beide als Monster jetzt anfangen, Menschenfleisch zu essen, das sabbert und schmatzt. Da ist er gerade dabei, es schon zu zerlegen. Also wir sollten uns schnell beeilen, ja, weil jetzt liegt jetzt hier alles schon rum. Wir wollen ein bisschen davon auch abhaben. Also liebe Zuschauer, bitte Verständnis dafür haben. Tracy und ich marschieren jetzt los und wollen uns auch in das Spiel reinstürzen und wollen ein bisschen vom Menschenfleisch abbekommen. Und mir läuft das Wasser im Mund zusammen in diesem Augenblick. Und dir tropft auch der Sabber vom Mäulchen, oder? Ja, wenn ich da sehe, so das Glas Blut und sowas, das lacht mich schon an. Also wenn wir jetzt hier fertig sind, dann deniere ich erstmal richtig. Ich habe auch gesehen, hier an einem Stand gibt es als Merchandising leckeres Curry-Ketchup, extra für Menschenfleisch. Ja, da sollten wir echt vorbeischauen. Liebe Zuschauer, wir sind jetzt am Essen. Tut mir herzlich leid. Das war jetzt ein kleiner Einblick von Tracina und von Writing Bull in das Spiel. Ich wette, wir beide werden das auf unseren Kanälen jeweils auch zeigen. Wenn ihr mal in die Textbeschreibung dieses Videos auf YouTube geht und da mal reinschaut, dann seht ihr den Kanal von der Tracina und meine eigene Playlist zu dem Spiel. Irgendwann werde ich es euch sicher zeigen. Dann auch ein bisschen länger und dann vielleicht sogar alleine oder mit Tracy zusammen mal gucken. Hängt auch davon ab, was ihr in die Kommentare reinschreibt. Vielleicht sagt er ja, ohne Tracy wollen wir dieses Spiel niemals mehr erleben. Sie muss immer dabei sein. Postet auf YouTube. Es gibt auch einen Diskussionsthread in meinem Community-Forum. Community.writingbull.de könnt ihr auch reinschauen. Tracy, vielen lieben Dank. Ja, ich habe zu danken. Auf jeden Fall wunderbar, dieses spontane Treffen. Und wir gehen jetzt dinieren und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, ihr kleinen Monsterchen. Guten Appetit.